Hallo, liebe Kochfreunde, wir machen heute Schimmelsalat mit Zombiefinger. Dafür nehmen wir erstmal ungefähr 350 Gramm Mayonnaise und würzen mit einem halben Teelöffel Pfeffer und einem halben Teelöffel Salz. Dann schütten wir so viel Gurkenwasser hinzu, dass die Konsistenz wie bei einem ganz normalen Dressing ist. Dann färben wir das Dressing mit grüner Lebensmittelfarbe. Dann geben wir 150 Gramm Erbsen hinzu. Das ist ungefähr die Hälfte von einer kleinen Dose. Dann drei klein gewürfelte Essiggurken. Drei gewürfelte gekochte Eier. Und 150 Gramm Fleischwurst in Streifen geschnitten. Dann geben wir die Nudeln hinzu. Im rohen Zustand sind das 250 Gramm, im gekochten ungefähr 750 Gramm. Am besten eignen sich kleine Gabelspaghetti. Ihr könnt von den Nudeln eine Handvoll beiseite stellen und nachher als kleine Maden garnieren. Alles gründlich unterrühren, damit sich alle Zutaten grün färben. Sorry Leute, jetzt fehlt mir leider ein Stück vom Video, aber der nächste Schritt ist ganz leicht. Ihr nehmt schwarze Lebensmittelfarbe und einen Pinsel und färbt den Rand schwarz ein. Dann sollte es so aussehen. Jetzt nehmen wir die Würstchen und schneiden auf einer Seite ein Stück heraus, ungefähr so groß wie die Mandelblättchen, als Nagelbett. Dann wird ein Mandelblättchen als Fingernagel hineingesteckt. So, das war's auch schon wieder. Ich sag Danke und Happy Halloween. Bis bald.